Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Dixit, und zwar die Disney-Edition. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Dixit-Spiel, ein weiteres Dixit-Video. Das heißt, in diesem Video zeige ich euch noch einmal die Abläufe von Dixit. Vielleicht kennt es der eine oder andere ja auch gar nicht. Ich sage was zu den Besonderheiten dieser Edition, weil es ist die Disney-Edition. Und im Fazit gibt es natürlich auch Infos, was die Spieleranzahl angeht, was die Zielgruppe des Spiels angeht, was die Spielzeit angeht, ob das alles passt, weil hier auf der Seite steht 3 bis 6 Personen. 8 Jahre steht hier dabei, 30 Minuten Spielzeit. Libelud, der Verlag, deutsche Version, Vertrieb über Asmodee, und es war ursprünglich 2010 Spiel des Jahres, das heißt schon seit Jahrzehnten sehr erfolgreich. Autor ist der Jean-Louis Rubira, und bevor ich einsteige in die Abläufe und dann am Ende zum Fazit komme, habe ich gleich die Anleitung vor mir, weil hier seht ihr auch diverse Editionen auf der Rückseite der Anleitung. Stella habe ich euch zuletzt vorgestellt, habe ich euch auch empfohlen. Hier seht ihr das klassische Dixit, etliche Editionen. Und hier oben gibt es natürlich auch ein paar Beispiele, um den Einstieg in das Spiel zu erleichtern, weil es geht um diverse Illustrationen und es geht darum, keine offensichtlichen Hinweise zu geben, sich die Karte genau anzuschauen und vielleicht die Anspielungen zu nutzen aus diversen Disney-Filmen, weil hier handelt es sich ja auch um die Disney-Edition. Fragt sich natürlich, warum denn nochmal ein Dixit? Ja, Dixit ist einfach sehr erfolgreich. Wenn ein Spiel sehr erfolgreich ist, dann bringt man es auch in unterschiedlichen Versionen und Formaten heraus, und das macht der Verlag und der Autor, und deswegen, das möchte ich einfach noch zu Beginn kurz sagen, der hat sich dazu auch zu Wort gemeldet, weil Dixit entstand aus meinem Wunsch heraus, Spielerinnen und Spieler eine Reise voller Überraschungen in einer fantastischen und poetischen Welt zu bilden. Jede Illustration im Spiel öffnet ein Fenster in die Welt unserer Träume, und es braucht nur ein einziges Wort, um ihre Wunder mit allen zu teilen. Im Laufe der Jahre hat uns ganz zur Freude aller Spielenden die erstaunliche Vorstellungskraft der verschiedenen Illustratorinnen und Illustratoren dazu gebracht, neue Traumwelten zu erkunden, und es gibt mittlerweile unzählige Karten. Zum allerersten Mal trifft die Welt von Dixit nun auf die fantastischen Geschichten von Disney und Pixar. Eine wahrlich magische Begegnung, die der Kreativität aller Spielenden keine Grenzen setzt, begleitet uns bei diesem Abenteuer und erlebt die wundervolle Welt von Disney. Das war praktisch die Vorderseite, die Rückseite, und ich zeige auch hier gleich die Abläufe. Ist gar nicht mal so schwer, was Aufbau und was die Abläufe angeht. Und 84 Bildkarten sind hier enthalten. Dem einen oder anderen ist immer wichtig zu sehen, was denn in dieser Box dann steckt. Und wenn man sich das hier überlegt, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es sogar noch Erweiterungen geben wird zu dieser Disney-Edition. Weil 84 Karten ist auf jeden Fall schon mal viel, aber ich glaube, da ist noch Platz für mehr. Gegebenenfalls könnt ihr natürlich euch eure klassischen Edition Dixit Bilder bzw. Karten auch hier einsortieren. Also hier seht ihr ein kleiner Ausschnitt. So, und jetzt steigen wir aber auch gleich ein. Der eine oder andere kennt vielleicht gar nicht die Abläufe, und die Abläufe sind unverändert. Und ja, ich greife wieder zur Anleitung, weil das steht auch hier auf der Seite. Also wenn ihr jetzt schon Dixit kennt, dann könnt ihr sofort einsteigen in das Spiel. Weil falls ihr die Regeln von Dixit bereits kennt, könnt ihr direkt in das Spiel einsteigen. Ihr dürft jederzeit Hinweise geben, die auf die einzelnen Disney-Filme anspielen. So, der eine oder andere klickt vielleicht jetzt gleich aufs Fazit, und die anderen sind natürlich herzlich eingeladen. Denen erkläre ich natürlich auch noch die Abläufe. Und hier seht ihr den Spielplan. Manchmal wird es notiert, manchmal ist eine andere Art von Plan dabei. Was aber in jeder Version dabei ist, sind diese Karten. Eine wunderschöne Illustration natürlich aus der Welt rund um Disney bzw. Pixar, und hier seht ihr natürlich diverse Anspielungen, und der eine oder andere erinnert sich natürlich an den ein oder anderen Film. Es ist wirklich klasse gemacht, und ja, da taucht man schon ein in eine Traumwelt. So, bevor man aber zu träumen anfängt, bekommt jeder erst einmal 6 Karten. Das heißt, jeder hat seine 6 Karten vor sich. Ich nehme jetzt einfach mal die 6 Karten, die ich jetzt hier habe. Die anderen Mitspieler haben auch die 6 Karten. Man füllt dann immer wieder auf 6 Karten. Und Ziel ist es natürlich, alle Figuren, ich habe jetzt extra mal alle Figuren aufgestellt, dass ihr es seht, hier über die Punkteleiste ins Ziel zu gelangen. Das heißt, wer die erreichte Punktzahl von 30 hat, der oder diejenige hat das Spiel gewonnen.
gewonnen. So, und ich habe jetzt hier meine Karten. Ich kann es euch natürlich auch ein bisschen zeigen. Dann seht ihr hier die unterschiedlichen Karten. Und jetzt könnt ihr natürlich eine Anspielung geben auf den einen oder anderen Disney-Film, aber es kennt nicht jeder jeden Disney-Film. Ich auch nicht, aber man kann das natürlich nutzen in dieser Disney-Version. Das bleibt euch überlassen. Das habe ich in unterschiedlichen Konstellationen auch mit meinen Eltern dann gespielt, mit den Enkeln zusammen. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wichtig ist, eine Person beginnt, ist der Erzähler und nehme an, ich bin diese Person und suche mir jetzt eine dieser Karten dann raus. Und jetzt kann ich natürlich überlegen, was ich zu der einzelnen Karte dann sage. Ich kann natürlich mich äußern in einem Satz, in einem Wort, eine gewisse Anspielung geben, aber ich sollte nicht zu viel verraten, weil wichtig ist, diese Karte, die soll von den Mitspielenden durchaus erraten werden, die ich jetzt mir gleich auswähle, aber bloß nicht von allen. Und deswegen auch hier, die Punkteübersicht ist hier sehr gut angezeigt, hier auf diesem Bereich. Das heißt, hier ist quasi die Möglichkeit, wenn alle Mitspieler meine Karte erraten, dann bekomme ich keine Punkte. Wenn alle Mitspieler meine Karte nicht erraten, bekomme ich auch keine Punkte. Die Mitspieler bekommen aber 2 Punkte. Das heißt, ich muss eine Mischung finden, um hier die 3 Punkte zu generieren. Ja, aber ich habe meine Karten angeschaut und jetzt muss ich natürlich überlegen, was ich sage. Und ich könnte jetzt irgendwas aus dem Disney-Bereich dann nehmen, aber da muss ich selber schauen, was nehme ich denn? Ich nehme einfach mal. Ich mache es einfach. Ich hoffe, ich werde nicht erwischt. Mal schauen, was die anderen haben. Ich nehme einfach mal diese Karte. Ich zeige es euch. Normalerweise dürfte ich die jetzt nicht zeigen, weil ich nenne jetzt den Begriff Mahlzeit. Mahlzeit hingegen der Begriff bei uns zumindest. Und ich habe diese Karte ausgewählt. Der eine oder andere wird sagen, oh, Jörg, das ist doch viel zu leicht. Da kommen die sicherlich drauf. So, das heißt, diese Karte. Ich sage meinen anderen Mitspielenden Mahlzeit. Nun, die Karte lege ich dann verdeckt vor mir ab. Jetzt sind die anderen dran. Die nehmen nämlich auch die Karten auf die Hand. Und sie versuchen, eine Karte auszuwählen, die dem Begriff Mahlzeit nahe kommt. Warum sollten sie das denn machen? Ja, weil vielleicht tippen manche anderen auf diese Karte. Und dann bekommt der oder diejenige sogar noch einen Punkt. Und jetzt schauen wir mal, was der Jörg jetzt hier gemacht hat. Er hat Mahlzeit ausgespielt. Oh, wie wäre es denn mit dem Apfel? Die anderen Karten passen nicht so gut. Aber die andere Person nimmt die Karte Mahlzeit und legt es jetzt zu mir auf den Stapel, den ich nachher mischen werde. Das heißt, alle Karten bekomme ich. Nächste Person ist dran. Wir machen das Spiel mal ein bisschen weiter. Das heißt, um das euch mal zu zeigen. So, die Karten bunt gemischt. Ich habe nichts vorsortiert. Ich bin selber überrascht, was jetzt hier kommt. Mahlzeit. So, ich muss es hier nochmal zeigen. Was könnte diese Person denn nehmen für Mahlzeit? Tja. Vielleicht die Angel. Vielleicht für den Fisch, dass es hier was essen gibt. Was haben wir hier? Das passt gar nicht. Also, der Person fällt schon ein bisschen schwer. Naja, muss mir aber auf jeden Fall auch eine Karte geben. Und dann ist die vierte Person dran. Wie gesagt, man kann es ja spielen. Was habe ich gesagt? Für 3 bis 6 Personen. Wichtig, wenn er zu dritt spielt. Dann werden sogar 2 Karten ausgespielt. Aber das steht super in der Anleitung dabei. Aber ansonsten, wie gesagt, jeder eine Karte. Und die vierte Person ist dran. Tja. Mahlzeit. Na toll. Tja, das war wohl zu einfach. Mahlzeit. Was nehmen wir jetzt da für Karte? Ich muss eine Karte nehmen. Mahlzeit. Das passt ja überhaupt nicht. Mahlzeit passt ja auch nicht. Mahlzeit. Wald. Mahlzeit. Vielleicht die Uhrzeit. Könnte man vielleicht nehmen. Dann nehmen wir einfach mal die Karte. Und so merkt ihr. Ihr müsst euch gut überlegen, was ihr sagt. So, ich bin die Person, ich habe jetzt alle 4 Karten. Die 4 Karten, die werden jetzt gut gemischt. Die anderen Karten, die schiebe ich mal zur Seite, weil ihr sollt ja auch hier diese Auslage sehen. Und die Karten werden gemischt und ich verteile die Karten ganz zufällig. So, an die Nummerierung. 1, 2, 3 und 4. So, ich hoffe, man kann es sehen. Ansonsten, ich schiebe es vielleicht noch mal ein bisschen runter, dass ihr es besser sehen könnt. Das sind sozusagen die Karten. So, jetzt fehlt noch was. Jeder hat ja 6 Karten bekommen. Aber ich habe, abhängig natürlich von der Figur, die ich dann spiele, natürlich noch so einen Marker.
Und die baut ihr einmalig zusammen. Die passen auch perfekt in die Box rein. Und hier sind die Zahlenwerte ganz klar von 1 bis 6 dann dargestellt. Ich mache nicht mit. Aber die anderen, die überlegen jetzt, was passt denn zum Jörg? Er hat ja Mahlzeit gesagt, passt diese Karte? Passt diese Karte? Passt diese Karte? Oder passt diese Karte? Jeder hat also, und ihr seht es hier, jeder hat so ein Zahnrad, also so ein Rad, und stellt natürlich das Verdeck dann ein. Das macht jeder. Und jeder positioniert jetzt seine Einstellung verdeckt vor sich, haben das dann alle gemacht, dann wird das aufgedeckt. Und dann seht ihr die Werte von 1 bis 4. Und dann wird natürlich das Ganze aufgelöst. Und wenn ihr das erste Mal spielt, bevor ich jetzt zu flüssig bin, ich habe es ja vorhin schon gesagt, es erklärt sich ja hier super, dann braucht ihr nur diese drei Bausteine vor euch legen. Und dann kommt ihr schon super in die erste Partie rein, weil anhand dieser drei Bausteine seht ihr, was es Punkte gibt. Das ist super gemacht. Das heißt, wer jetzt selten spielt, ist da auch super schnell drin in diesem Spiel. Weil ich habe es ja vorhin erwähnt, es gibt ja hier dieses Kreuz und das ist quasi der erste Baustein. Falls alle auf die Karte des Erzählers getippt haben oder falls niemand auf die Karte des Erzählers getippt hat, der Erzähler erhält keine Punkte. Das ist hier angezeigt, wie ich es vorhin gesagt habe. Und die anderen erhalten jeweils 2 Punkte. Das ist hier angezeigt. Also, das ist quasi der Abschnitt. Und deswegen verweist der Autor am Ende auch auf den Hinweis, gib keine zu offensichtliche Hinweise. Mensch, Jörg, Mahlzeit war ein bisschen doof gewählt, aber ich lasse es jetzt und so habe ich das ausgewählt. Und dann schaut man natürlich, die zweite Option, die ist für mich spannender zu sehen und die ist hier in dem zweiten Kasten dann dargestellt, weil jetzt hängt es davon ab, wer hat auf mich getippt, beziehungsweise haben welche auf mich getippt. Einer, vielleicht mehrere, aber andere sollten auch abweichen. Und das steht hier, falls mindestens einer auf die Karte des Erzählers getippt hat, aber nicht alle, so wie gerade erwähnt, erhalte ich 3 Punkte. So, und alle anderen, die quasi auf die Karte von mir getippt haben, erhalten 3 Punkte. Und die anderen, ganz klar, erhalten keinen Punkt. Deswegen auch grün bzw. rot dann dargestellt. Und jetzt kommt noch eine Zusatzregel. Und dann könnt ihr auch sofort losspielen. Dann wisst ihr auch, wie das Spiel geht. Ihr zieht ja immer wieder nach. Ihr bekommt hier die Punkte. Ihr versucht 30 Punkte zu erreichen. Aber vielleicht gibt es hier noch ein paar extra Punkte. Weil zusätzlich erhält jeder, außer mich natürlich, außer dem Erzählende, der wo dran ist, noch einen Bonuspunkt für jeden Tipp, der auf der eigenen Karte gelandet ist. Also Tipp, der vergeben wurde. Deswegen ist es wichtig, weil vielleicht hat der eine oder andere ja auf den Apfel getippt, dieses Mitspielers. Und da ist ja ein Apfel. Und hat es damit Mahlzeit verbunden. Naja gut, ich glaube die Uhrzeit, die Angel scheidet schon aus, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es zwischen diesen beiden Karten dann durchaus stattfindet. Wobei Mahlzeit war schon ein bisschen zu leicht, aber ich habe unterschiedliche Erfahrungen mit diesem Spiel gemacht. Natürlich könnt ihr Disney Edition auch ein bisschen in die Welt von Disney eintauchen. Hängt aber auch, wie gesagt, von der Gruppe ab, aber ist auch wichtig, wie tief ihr einsteigt, welchen Hinweis den ihr gibt, als Spruch etc. oder als einzelnes Wort. Und so funktioniert das Spiel. Das heißt, die Karten, die kommen dann automatisch wieder raus. Ihr bekommt wieder die 6 Karten. Ist ja auch ein großer Stapel, also auf jeden Fall eine große Auswahl. Und die Punkte, die werden natürlich hier einfach vorgezogen über diese Wolkenfelder. Und so zieht man dann weiter, bis man ans Ziel gelangt ist. Und wie gesagt, abhängig von der Spieleranzahl benötigt ihr die einzelnen Raster. Und wer dann am Ende das Ziel erreicht hat, hat das Spiel gewonnen. Und damit bin ich auch schon beim Fazit von Dixit, und zwar die Disney-Edition. Dixit wurde gewählt zum Spiel des Jahres im Jahr 2010. Und das Spiel ist nach wie vor sehr beliebt. Das gibt es in unterschiedlichen Editionen. Ich habe euch schon einige Videos rund um Dixit vorgestellt. Und die 12 Millionen Exemplare, die sprechen, glaube ich, für sich. 12 Millionen verkaufte Exemplare, das ist schon ein bisschen verrückt. Ein Spiel erschien bei Libelud, Vertrieb deutsche Version über Asmodee und ein Spiel, was wir auch immer wieder regelmäßig spielen, aber auch ein paar Monate mal nicht spielen, immer wieder so Etappen. Und aufgrund der Disney-Edition sind jetzt auch meine Kinder wieder neugierig geworden. Wir haben es gespielt, auf Instagram habe ich es teilweise gepostet. Wir haben es auch gespielt mit meinen Eltern und die waren total angetan von dieser Version und hatten Spaß
an diesem Spiel Dixit und können nach wie vor nicht genug kriegen. Also wie gesagt, hier an dieser Stelle nochmal die Bemerkung, ja, wir nehmen es jetzt auch immer zukünftig mit, wenn wir bei Besuch sind, weil es macht einfach Spaß, es macht Laune, es kommt super an, es hat einfache Regeln. Man muss natürlich erst einmal die erste Runde dann spielen, wer jetzt Dixit gar nicht kennt. Man überlegt, was man dann sagt. Sagt man viele Worte, sagt man wenige Worte, und so sieht man natürlich, wie man bei den Punkten voranfährt. Insbesondere meine Kinder, die liefern sich meistens ein Kopf-an-Kopf-Rennen, was die Spitze dann angeht, weil die haben es richtig drauf. Und da denkt man, eigentlich kann man sein eigenes Kind super einschätzen, was es als Karte dann ausspielen wird. Aber man erlebt immer wieder Überraschungen in diesem Spiel. 3 bis 6 Personen steht auf der Seite. Ja, man kann es auch gut zu dritt spielen. Klar, eine weitere Karte, die man dann verwendet, das ist auf jeden Fall möglich. Aber ansonsten, umso mehr Spieler, desto besser. Aber dennoch eine Empfehlung, wenn ihr es zu dritt spielen wollt. Also, ich weiß nicht, ihr dürft es gerne mal als Kommentar schreiben, wie viel Spaß oder auch nicht ihr mit diesem Spiel habt, mit welcher Version auch immer. Aber Dixit kommt einfach fast immer gut an. So muss ich wirklich sagen. Also entweder lässt man sich drauf ein oder nicht, aber das macht einfach Spaß und es ist in wenigen Minuten erklärt. 8 Jahre steht dabei und in den meisten Fällen, wenn ich jetzt die letzten Jahre betrachte, auch die Anfänge, haben wir es meistens mit Kindern, mit Freunden der Kinder dann gespielt, mit Familien und deren Kindern, also meistens in den reinen Familiengruppen. Man kann es natürlich auch spielen in reinen Erwachsenenrunden. Es gibt verschiedene Boxen. Ihr könnt auch das klassische Dixit dann nutzen. Und ganz klar, wenn man da Fan ist von Disney beispielsweise, dann wird man da aufblühen in dieser Edition und hat auf jeden Fall seinen Spaß. Es war für mich schon fast klar, dass auch früher oder später so eine Version dann herauskommt. Und gerade wenn man so Fan ist, ich glaube, dann ist es auf jeden Fall eine tolle Edition, die sich lohnt. Deswegen aber 8 Jahre, ganz klar. Aber ich glaube, aufgrund der Infos wisst ihr durchaus, ob ihr es vielleicht auch in der einen oder anderen Erwachsenenrunde gerne spielt. Spielzeit 30 Minuten. Ich muss wirklich sagen, die Zeit in dem Spiel verfliegt so schnell, da kann man es kaum einschätzen. Ich hätte mal gesagt zwischen 20 und 40 Minuten. Also 30 Minuten passt, es soll ja auch nicht zu lange gehen. Schönes Familienspiel. Und was ich erlebt habe, meistens haben wir sogar eine zweite Runde dann Anschluss noch gespielt. Es hängt aber immer wieder vom zeitlichen Faktor und von Lust und Laune aller Mitspielenden ab. Ansonsten die Box, die Anleitung. Die Box habe ich am Anfang gezeigt. Boah, ganz schön viel Platz in der Box. Das heißt, die Karten passen hier rein. Erste, zweite, dritte Erweiterung. Ich bin gespannt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da auf jeden Fall eine Fortsetzung gibt, weil da gibt es ja gerade in dieser Welt so viel zu entdecken. Und ich finde es auch gut, ich habe es am Anfang erwähnt, dass man hier den Autor nochmal zu Wort kommen lässt, warum diese Edition jetzt herausgekommen ist. Beziehungsweise auf der Rückseite bekommt man nochmal kurz Informationen zu den einzelnen Editionen, die erschienen sind. Beispielsweise Stella habe ich euch vor kurzem vorgestellt und was wichtig und was zu beachten ist. Aber ansonsten zum Verständnis, zu den Abläufen muss man nur diese 3 Boxen dann betrachten und dann ist man sofort drin in diesem Spiel. Ja, je nach Zeitpunkt des Videos ist das Spiel fast überall im Handel erhältlich. Ansonsten müsst ihr noch den einen oder anderen Tag oder Woche dann warten. Aber ich denke, spätestens im Herbst werdet ihr es auf jeden Fall überall im Handel finden, spätestens auch zur Messe in Essen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere jetzt neugierig geworden ist, vielleicht sich diese Edition oder eine andere Edition von Dixit holt. Es gibt auf jeden Fall sehr viel zu entdecken. Und ich bin mir sicher, das wird wohl nicht die letzte Box von Dixit sein. Ja, das zu den Infos. Jean-Louis Roubira, wie gesagt, der Autor, Verlag Liebe Loot und deutsche Version Vertrieb über Asmodee. Wie gesagt, falls ihr schon gespielt habt, eure Meinung zu dem Spiel. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ihr dürft es gerne als Kommentar schreiben. Und wenn ihr es euch holen wollt, nutzt gerne den Händler vor Ort oder die unten genannten Links. Danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.